dich anleuchtet. Ja, ist okay. Was geht, Freunde? Heute holen wir nach, was wir längst mal hätten tun sollen. Und zwar machen wir ein Video, ein Blabla, von der verlassenen Kirche, die mittlerweile recht bekannt sein sollte. Ich bin hier mit dem Marco, den ihr gerade nicht so gut seht, wegen seiner Stirnlampe. Aber ja, ich würde sagen, es geht jetzt mal los. Ich filme mal, wie wir reinkommen und dann gucken wir mal. Hier am dümmsten mit Licht und Lampen. Die Kamera so, ne? Ach ja, hier geht es eine super tolle Leiter hoch. Ihr wisst, ich mag so ein Stuff nicht. So. Und da sind wir auch schon. Ja, das ist ja wieder der Fernseher stand mal auf diesem Tisch und der stand mal da. Mega. Wie so ein Classic-Gewölbe. Reicht das Licht so? Nee. Ja, und da geht es jetzt rein. Und ich würde sagen, der Marco geht auch einfach mal vor. Und nicht nur diese gegangenen Bilder. So. Auch noch was zu sehen. Da unten durch. Ja, und hier entlang durch den Gang. Hey. Das war schon wieder mehr als anstrengend. Hier ist schon wieder eine Menge Müll. Und das Video muss ich gleich mal unterbrechen, denn der Weg wird hier sehr viel enger. Geht das? So, bis gleich, Freunde. So. Und das ist das gute Stück. Das ist der Marco, wie er sich gerade vorbereitet. Und jetzt steige ich mal hier hoch. So. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt hier mal an. Dann mache ich noch ein paar Bilder und dann holen wir auch schon wieder ab hier. Ziemlich viel Zeug. Wir hoffen einfach mal, dass wir ein Besuch bekommen von irgendwem. Aber letzten Endes hier doch alles noch sehr zu aus. Hier haben wir ein Klavier. Ist dann nochmal die Kirche im Blick. Wunderschön, oder? So. Ich werde jetzt das Video teilen. Dann muss der Marvin doch ein bisschen schneiden. Aber ich werde jetzt erstmal ein paar Bilder machen. Und dann zeige ich euch später noch die obere Etage. Bis dahin. Vielleicht dachte er, ich finde das Schleife an. So, Freunde. Wir haben jetzt hier ein paar Bilder gemacht.
Und wir wollen gleich noch nach oben. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es wird nämlich langsam dunkel. Und der Marco macht hier gerade noch ein wunderschönes Bild. Ja. Kamera ist auch noch da. Also alles am Start. Ja, warten wir noch, bis das Bild fertig ist und dann gehen wir mal nach oben. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Der Marco gibt sich gerade richtig viel Mühe, leise zu sein. Ich glaube, wir gehen einfach ohne ihn schon mal hoch. Da kommt er jetzt, packt er sein Zeug zusammen, findet das Haus in der nächsten Folge. Ich muss hier ein bisschen leiser reden, weil das halt wie verrückt hier. Ich hoffe, dass das laut genug ist. Ich hoffe, dass mir jetzt hier keiner entgegenkommt vor allem. Stark, Rick. Das war super leise. So. Hier sieht es fürchterlich aus, ne? Guckt euch das an. Katastrophe. So, jetzt wird es mal kurz dunkel. Ich erspare euch die Treppen. Ich filme oben weiter. Bis gleich. So, wir sind jetzt oben angekommen. Ich bin erwartungsgemäß völlig außer Atem. Und ich zeige euch mal das Ganze von oben. Wundervoll, oder? Dann haben wir hier auch noch das allzeit beliebte Motiv eines jeden Urbexers schlechthin. Das Kreuzfenster. Ich glaube, ungefähr jeder hat das schon mal gesehen irgendwo. Und ja, weiter nach Teil 2, 3, 4. Keine Ahnung, was ich da erzähle.